Hey yo, was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Gleich nach dem Intro geht es los, vorher noch eine Ankündigung. Am kommenden Samstag, den 28.11. um 19.30 Uhr auf diesem Kanal Lord Espeon wird es einen Livestream geben. Wir werden TCG Online Booster aufmachen. Ich hoffe, dass ihr alles dabei seid. Und los mit dem Intro. Pokémon im Schatten des Team Krall. Eine Fanfiction von Lord Espeon. Los, holt ihn aus dem Wasser! Hoffentlich lebt er noch! Stimmen schrien durcheinander. Mehrere Paar Hände griffen fest zu und zogen an einem langen blauen Mantel, der vom vielen Wasser völlig durchnässt war. Langsam, aber sicher bekamen die Fischer den jungen Mann zu fassen, der dort im Wasser getrieben hatte, völlig entkräftet auf dem Rücken eines Weimer liegend. Die Augen des jungen Mannes waren vor Erschöpfung zugefallen, doch jetzt, als er auf dem Deck des Fischerbootes lag, klappten sie auf und er fuhr in die Höhe. Einer der Fischer legte ihm die Hand auf die Brust und drückte ihn sanft zu Boden. Sagt er, du hast für heute schon genug getan. Du lebst noch. Kannst du mir sagen, wie du heißt? Ich heiße Seth, sagte der Junge mit einem Ächzen in der Stimme. Dann fuhr er so erschrocken hoch und stand im Nu auf den Beinen, bevor ihn einer aufhalten konnte. »Wo sind Sie?« fragte er hektisch und blickte an sich hinunter. Doch dann entspannte er sich etwas und die Fischer erkannten, dass er an seinem Gürtel zwei Pokebälle hängen hatte. Seth griff nach ihnen und öffnete sie. Es gab zwei grelle Lichtblitze und schon standen neben ihnen zwei Pokémon, ein Psyaner und ein Nachtara. Mit Tränen der Freude in den Augen kniete er sich zu ihnen nieder. Gott sei Dank, dass ihr noch da seid. Seht nur, wir haben es geschafft, sagte er mit zitternder Stimme. Psyaner! Nachtara! Doch plötzlich forderte die Erschöpfung ihren Tribut. Seth wurde schwindelig und er sank wieder zu Boden. Psyaner und Nachtara stupsten ihn mit ihren Gesichtern an. Keine Sorge, ich bin nur sehr müde, versicherte Seth. Wir drei sind hier in guten Händen und denkt immer dran. Wir müssen diesen Ash und sein Pikachu finden. Dann wurde es wieder dunkel um ihn. Die Fischer trugen ihn in eine Kabine, wo sie ihn in ein Bett legten. Psyaner und Nachtara legten sich sofort neben ihren Trainer. Wir setzen Kurs nach Fleetburg, sagte einer der Fischer zu Psyaner und Nachtara. Dort bekommt ihr alle Hilfe und was zu essen. Kapitel 1: Der Gerettete. Wow, seht nur, wie schön Fleetburg ist, rief Lucia und deutete auf die vielen Segelboote und kleinen Häuser, die sich über ihr gesamtes Sichtfeld erstreckten. Blinfa, Blinfa, stimmte ihr kleines blaues Pinguin-Pokémon, das auf ihrem Kopf saß, zu. Ja, da hast du recht, Lucia, stimmte Ash ebenfalls zu. Ich hab einen Bärenhunger. Lasst uns nach einem Restaurant suchen. Gute Idee, sagte Rocco. Und danach müssen wir zum Einkaufen. Meine Vorräte gehen langsam zur Neige. Die drei Freunde machten sich auf den Weg und bestaunten dabei viele Läden, in denen man Souvenirs kaufen konnte und einige Segeljachten, die bestimmt sehr teuer gewesen waren. Lachend und schwatzend bummelten sie eine Weile vor sich hin, bis sie ein kleines Lokal in der Nähe eines Bootsanlegers sehen konnten. Plötzlich fiel den drei jungen Trainern etwas auf. Am Ende des Bootsanlegers stand Officer Rocky zusammen mit einigen offenbar sehr aufgeregten Menschen, von denen einige Sanitäter waren. Während Ash und Lucia sich noch über den Anblick gewundert hatten, war Rocco bereits auf Officer Rocky zugestürmt, doch er schaffte es nicht, sie zu erreichen, bevor ihn ein Gifthieb seines Glibunkel traf, der ihn augenblicklich zusammensacken ließ. Stattdessen liefen jetzt Ash und Lucia auf die Polizistin zu. Hey, was ist denn hier los, Officer Rocky?", fragte Ash ohne Umschweife. Die Polizistin drehte sich zu ihm um. Vor einer Stunde hat uns ein Funkspruch erreicht, dass ein Fischerboot einen Trainer im Meer gefunden hat. Sie bringen ihn so schnell wie möglich her, sagte sie, ohne ihren Blick vom Wasser abzuwenden. Was hat denn der Trainer so weit draußen im Wasser gemacht? Fragte Lucia verwirrt. Selbst ihr Plinfer machte ein verwirrtes Gesicht. Was, ihr wisst es nicht? Fragte Officer Rocky erstaunt. Vor etwa 3 Wochen ist vor der Küste von Fleetburg eine Fähre aus der Orre-Region gesunken. Man hat alle Passagiere retten können, außer einem jungen Trainer, der nochmal in das sinkende Schiff zurückkehrte, um seine beiden Pokémon zu retten. Was? Fragten Ash und Lucia erschrocken. Und man konnte ihn nicht retten? Fragte Rocco, der sich von dem Gifthieb offenbar erholt hatte.
Der Trainer aus der Ori-Region war seit damals verschwunden. Wir mussten annehmen, dass er ertrunken ist mit seinen Pokémon, sagte Officer Rocky bedrückt. Wie schrecklich, sagte Lucia mit zitternder Stimme. Pikachu ließ einen traurigen Laut hören, sodass Ash ihn aufhob und auf den Arm nahm. Offenbar haben sie ihn jetzt gefunden, völlig entkräftet natürlich, auf dem Rücken eines Weimer, aber am Leben, sagte Rocky eine Spur erleichterter. Aber er wird trotzdem ins Krankenhaus müssen. Ja, natürlich, der arme Trainer, sagte Ash. Was ist denn aus den Pokémon geworden? Laut Aussage der Fischer hatte er 2 Pokémon dabei, also hat er es anscheinend geschafft, sie zu retten, sagte Officer Rocky. Seht mal, da hinten kommt ein Boot! Na, so ein Glück, sagte Rocco besorgt. Sämtliche Anwesenden blickten auf einen kleinen Punkt am Horizont. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, doch nach und nach wurde der Punkt immer größer und eine halbe Stunde später machte das Fischerboot am Kai fest. Ash, Rocco und Lucia beobachteten besorgt die Sanitäter, die sofort auf das Boot rannten und einige Minuten später zurückkamen. Auf ihrer Trage lag ein junger Mann, etwa 17 Jahre alt, mit hellen Haaren, der in ein schwarzes Outfit gekleidet war, über den er sich einen dunkelblauen Mantel gezogen hatte. Ein Psiana und Nachtara begleiteten die Sanitäter auf Schritt und Tritt. »Ob das die Pokémon des Trainers sind?«, fragte sich Ash. »Offenbar schon. Aber sieh nur, immerhin scheint es den beiden Pokémon gut zu gehen«, sagte Rocco. Lucia jedoch zog ihren Pokédex hervor. »Solche habe ich noch nie gesehen«, sagte sie, bevor sie den Pokédex aufklappte. Der Pokédex piepte. »Psiana, das Sonnen-Pokémon. Psiana ist jedem Trainer treu, dem es zugetan ist. Dieses Pokémon hat die Fähigkeit der Prophezeiung entwickelt, um seine Trainer vor Unheil zu bewahren.« »Wow, das ist echt schön«, sagte Lucia bewundert. »Und das andere?« Der Pokédex piepte erneut. »Nachtara, das Mondschein-Pokémon. Nachtara hat sich dadurch entwickelt, dass es den Mondwellen ausgesetzt war. Es versteckt sich im Schutze der Dunkelheit und wartet darauf, dass sich ein Feind bewegt. Die Ringe an seinem Körper leuchten auf, wenn es angreift.« »Ich habe schon mal solche Pokémon gesehen«, sagte Ash. »Die sind ziemlich selten.« Die Sanitäter brachten den Trainer zu einem Krankenwagen. Psiana und Nachtara sprangen hinterher. Der Krankenwagen fuhr sogleich mit Blaulicht los. Officer Rocky nickte den Kindern kurz zu, bevor auch sie zu ihrem Motorrad ging. »Hey, können Sie nachher im Pokémon Center vorbeikommen und uns sagen, wie es ihm geht?«, rief Ash. Rocky nickte ihm zu, bevor sie sich auf ihr Motorrad schwang und davonfuhr. »Lasst uns dann auch zum Pokémon Center gehen«, sagte Rocco. Als Seth erwachte, fühlte sich alles ganz dumpf an. Er fühlte sich, als hätte er mindestens ein Jahr geschlafen. Schlaftrunken öffnete er ein Auge. Seine Sicht war verschwommen und er nahm nur Farben wahr. Ein lilaner und ein schwarzer Fleck in seinem Blickfeld machten ihm klar, dass Psiana und Nachtara auch da waren. Langsam, ganz langsam klärte sich sein Blick. Er lag in einem Bett. Dieses befand sich offenbar in einem Krankenhaus, denn in seinem linken Arm steckte eine Kanüle, durch die eine durchsichtige Flüssigkeit lief. »Das ist nur eine Infusion. Du bist sehr dehydriert.« Seth erschrak und sein Kopf fuhr herum. Dort stand eine Polizistin, die ihn freundlich ansah. »Tut mir leid«, sagte die Frau freundlich. »Halb so wild«, sagte Seth und ließ seinen Kopf in das Kissen sinken. Dann wurde die Frau plötzlich sehr ernst. »Bist du der junge Trainer, der beim Schiffsunglück vor 3 Wochen als vermisst gemeldet wurde?«, fragte sie. »Das bin ich wohl«, sagte Seth knapp. »Offenbar dachten alle, ich wäre ertrunken. Das dachte ich auch, jedenfalls am Anfang.« »Was ist denn passiert?«, fragte Officer Rocky und zog einen Notizblock hervor. »Sie hatten uns beim Untergang schon fast alle ins Beiboot geholt. Da fiel mir ein, dass Psiana und Nachtara noch in der Kabine waren, in ihren Pokebällen natürlich. Die Matrosen wollten es nicht, aber ich bin nochmal zurück auf das Schiff. Meine Kabine war schon halb geflutet. Trotzdem habe ich ihre Pokebälle noch gefunden. Dann brach das Bullauge und die Wassermassen stürzten herein. Ich holte tief Luft und wartete, bis genug Wasser in der Kabine war, damit ich herausschwimmen konnte. Doch das Schiff war schon so tief, dass ich es nicht bis an die Oberfläche schaffte. Ich dachte, ich würde ertrinken, doch dann fand mich ein Walmer und brachte mich an die Oberfläche. Das Beiboot war längst weg und da ich nicht wusste, wohin, sind wir einfach geschwommen mit dem Walmer zusammen. Gegessen habe ich nur einige Meeresfrüchte, die die Freunde des Walmer uns brachten, und getrunken nur ein wenig Wasser von anderen Wasser-Pokémon«, berichtete Seth erschöpft. »Hören Sie, Officer Rocky, ich muss jemanden finden, einen Trainer...«
Du musst dich in erster Linie einmal ausruhen, sagte Rocky streng. Zumindest bis du die Flüssigkeit wieder aufgenommen hast, die du verloren hast. Also bis morgen. Alles klar, sagte Seth. Aber ich suche hier jemanden. Und wenn ich bis morgen warte, ist er vielleicht schon weg. Wen denn? Fragte Officer Rocky neugierig. Ein jungen Trainer namens Ash soll immer sein Pikachu im Schlepptau haben, sagte Seth mit schwacher Stimme. Den Jungen kenne ich. Er war vorhin dabei, als die Fischer dich an Land gebracht haben, sagte Rocky überrascht. Er ist jetzt im Pokémon Center. Dort wird er auch bis morgen bleiben. Er will wohl Adam herausfordern. Wen? Oh, Verzeihung. Du kannst das ja nicht wissen. Adam ist der hiesige Arena-Leiter, sagte Rocky und kicherte. Bitte richten Sie Ash aus, dass ich ihn morgen Abend am Pokémon Center treffen will, sagte Seth müde. Und wenn Sie gestatten, werde ich mich jetzt etwas ausruhen. Natürlich. Schlaf dich aus, dann wirst du morgen wieder fitter sein. Futter für Psyana und Nachtara wird noch gebracht werden, versprach Rocky. Danke, sehr nett, sagte Seth und schloss die Augen. Dann hörte er, wie Rocky aufstand und das Zimmer verließ. Einen Moment später spürte Seth, wie sich seine Matratze zweimal bewegte. Er öffnete die Augen wieder und blickte in die seiner beiden Pokémon, die sich auf seine Beine gelegt hatten. Er streckte die Hände aus und streichelte die beiden. Sie schnurrten ein wenig. Ein Glück, dass dieser Ash gerade hier ist, murmelte Seth. Nachtara blickte ihn an, als wollte es fragen, warum. Du weißt genau, warum wir hier sind und warum ich die anderen Pokémon nicht mitgenommen habe. Nachtara legte seinen Kopf wieder auf Seths Bein und ließ sich weiter streicheln. Seth blickte aus dem offenen Fenster. Von hier aus konnte man den Hafen sehen und auch die Richtung des Meeres, aus der sie wohl gekommen waren. So weit weg von Orel war er nun. In der Wüstenregion war es immer trocken und heiß, von ein paar kleinen Orten in Küstennähe abgesehen. Die Luft hier war ganz anders, so frisch und so belebend. Dann blickte er seine beiden Pokémon wieder an. Nachtara hatte die Augen geschlossen, doch Psyana blickte ihn an. Wir müssen ihn warnen. So, das war das erste Kapitel von meiner Fanfiction. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Es ist ja mal was anderes, das man auch nicht immer hat. Und es ist halt auch selbst geschrieben. Daher freue ich mich halt auch, dass ich das mal mit euch teilen konnte. Gebt doch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch verbessern kann. Und vielleicht auch Ideen, wie es denn weitergehen könnte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.